Mach du die Anmod. Ich geb dir die Anmod heute. Nein, kein Bock. Und herzlich willkommen zu TPL Season 3, Spieltag 6. Mit Jeremy wieder. Leider. Nach 2 Wochen. Ich werde immer noch nicht gefüttert. Ja, aber für dich war es nur 1 Woche. Für die alle 2, beziehungsweise 2 Tage, weil gefühlt, oder eine eigentlich auch, weil die letzten 3 TPA-Videos alle letzte Woche hochkamen. Es hat geklappt, alles. Und, nach dem Sieg letzte Woche wollen wir weitermachen. Aber, ich hab da Cola getrunken. Bisschen rülpsen. Aber nach dem Sieg letzter Woche, habt ihr wahrscheinlich schon auch in der Aufnahme bekommen. Ich habe angekündigt, diese Woche ist es etwas spezieller. Denn gleich werdet ihr schon einen kleinen Unterschied zu den sonstigen Videos herstellen. Aber bevor wir dazu kommen, können wir gerne zu unserem Kader nochmal kommen. Denn unsere 12 tollen Schätze dürfen heute von Jeremy bestimmt werden. Weil Jeremy darf jetzt auch noch so ein bisschen also Jeremy, komm. Du darfst heute nämlich jetzt schon anfangs ein bisschen mehr reden. Denn du hast diese Woche das Teambuilding. Deswegen möchte ich von dir wissen, was haben wir im Gegnerkader und was hat dir so Angst gemacht? Was war so deine Gedanken? Also den Gegnerkader, den habe ich gerade nicht auf, weil das war das Team aus Mega Glurak X, Kaporiki, Melothek und so weiter, ja. Ich öffne mir. Genau. Dafür haben wir Zeit. Währenddessen lasst ein Like da. Genau. Report. Also, das merke ich klar, dass die. Ein schönes Milotic mit. Ja, denke ich auch. Weil das ist halt sehr schön gegen. Ich glaube sogar Castelli, das ist sehr nice gegen. Queen. Physisches Panferno. Ganz genau, Panferno. Und Milotic kann bestimmt noch ein paar andere Sachen, aber. Dachte man sich so, man spielt Milotic ja mit Flame Orb. Boostet die Physical. Wir sind noch nicht bei den Sets. Wir erst mal nur über den Kader reden. Kommen gleich zu den Sets. Ja, gut. Ah! Ja, gut, dann sehe ich so. Drache ist auch scheiße. Ach, habe ich vergessen. Wir haben eine Königin. Ja. Alles gut. Auch dieses schnelle, komische Kaporiki. Irokesen. Ja, ich weiß, wie es heißt. Ich hab die Gen gespielt, okay? Da dachte ich mir auch, komm, nehmen die safe mit. Also, wenn die es nicht mitnehmen, weiß ich auch nicht. Aber auch das Metagross, das soll laut meinen Quellen sehr guten Job gemacht haben. Also habe ich dafür auch aufgepasst. Soll ich was einwerfen? Mittag ist ich könnte mir vorstellen, dass Rot gerade diesmal kommt. Weil wir halt so ein Panferno und einen Durum dabei haben. Und. Ich hab sicherheitshalber trotzdem was gegen kommt. Ja, klar. Wir schätzen wahrscheinlich. Also ich schätze sehr groß mit Gligar. Gligar sieht insane gut aus gegen uns. Genauso wie Miltank. Miltank ist halt, finde ich, kann man immer mitnehmen. Kannst halt entweder das gegen Rotom Mordechai haben mit Grass Zipper. Kannst mit Fickfett besser gegen Kyurem und Panferno klarkommen, wobei Panferno eher dann auf die Fighting-Type-Moves zurückgreifen würde. Oder du spielst halt Scrappy und kannst unser Doublet angreifen. Alle 3 Optionen sind halt insane geil und ich finde Metang ist sowieso ein geiles Mon. Womit ich auch rechnen könnte, ist ein Galventular Lead mit Sticky Web zum Beispiel. Gegen uns sehen Sticky Webs gar nicht mal so bad aus. Das einzige Problem ist, es load halt unser Tauboss nicht runter. Und auch Rotom ignorieren die. Aber zum Beispiel für unser Panferno wäre es halt so ein Problem. Kyronogle könnte dabei kommen. Zubiris sowieso auch mit Prankstar. Geowatz und Mankey sehe ich jetzt weniger eher. Gut, kommen wir denn. Das ist Rasa. Das ist nicht Mankey. Was nicht Mankey? Das ist Rasa. Egal. Wir kommen zu unserem Kader und wir fangen mit Queen an. Du hast das Queen als erstes gebildet. Was hast du gebaut? Ganz genau, ey. Also, ich habe mir gedacht. Also ich habe erstens gar nicht auf die Items zuerst gedacht, also ich habe erstmal Sets wirklich gebaut. Dachte mir, komm, ich mag Hazard zwar nicht, aber ich denke, habe mir gedacht, komm, Glurak ist kein Flying mehr. Und obwohl Flying so oder so gedamaged wird, ich bin alles gut. Aber Glurak, komm, können wir Rocks mitnehmen, genauso an sich, dass sie Pain haben, wenn sie irgendwas rein switchen. Das kann sehr geil werden. Ich habe es wie immer speziell gespielt, weil ich dazu genötigt werde, bitte. Helft mir. Also ich habe ihm ein paar Anweisungen gegeben, die er bitte im Auge behalten soll, aber. Hashtag free physical need the queen in die Kommentare. Dann halt ein Thunderbolt gegen das Milotic mitgenommen. Ein Ice Beam an sich gegen
auch wenn es Fire ist, kann es ja, Damage ist ja trotzdem gut, das Ding ist, dass Glurak, nur das Gleiger, das ist, sagt Tschüss, sag, das Rose Rad. Thunderbolt ist halt einfach gut für Glurak, bevor, wenn wir das predikten, vor der Mega-Entwicklung. Ja, Thunderbolt an sich aber auch ganz genau. Dann habe ich noch Earth Power mitgenommen, einfach auch gegen Glurak und gegen das Kanturiki, weil es. Und damit wir einen Step haben. Ja, und gegen das Voltula auch. Ja. Danach Panferno. Genau. Denkt man sich so, Panferno Physical. Denke ich mir so, Panferno Special. Und mehr müssen wir nicht sagen. Ich glaube, mehr muss man zum Panferno nicht sagen. Wir spielen es halt dann hier jetzt noch mit Dressnot anstatt. Irgendwie Nasty Plot oder sowas, weil wir halt hier lieber noch einen extra Move haben wollten für Milotic, als irgendwie dumm zu Setup, weil wir brauchen den Setup diese Woche einfach stumpf. Dann kommen wir zum besten Mon im Kader. Das einzige Mon, wo ich wirklich mir einfach die Haare ausreißen wollte, aber. Duo Blade? Es hätte gar nichts gegen das Glug machen können, aber da wir jetzt einen Ockerberry drauf spielen, es würde nicht one-shotten können. Wir können trotzdem, ja, es anchippen, slash finishen, wenn es low genug ist. Weil, mit jetzt nicht lieber über die dritte Attacke reden, die wir mitnehmen. Die dritte Attacke, darüber muss man nicht sagen. Wir wissen, sie hat in den Games gegen uns geklappt, also klappt sie auch jetzt. Wir probieren jetzt die Casual Tactics und Spekt. Ich werde kein dann nichts mehr damit zu sagen, wir spielen einfach, wir springen zu Rot. Ja. Rotom, dachte mir, komm. Ich habe keinen Bock jetzt irgendwie Scarf drauf zu spielen, gelockt zu sein. Auch an sich, wenn wir irgendwie die folgen müssen und wenn das sehr fänglich werden kann, dachte ich mir, komm, Toxic Op drauf, schwicken wir das Ding weg. Gegen bedeutet wahrscheinlich, Rotom werden wir nicht als Switch-In benutzen, sondern eher vielleicht als Lead direkt mit Toxic Orb oder irgendwie anders, dass wir halt den Toxic Orb direkt rüberkriegen und irgendein Mon von denen schön getoxic wird. Hoffentlich nicht deren Stil oder Toxic Type dann. Das wäre ein bisschen schade. Ja. Oder auch nicht das Gleiger, aber das Gleiger hat. Das Gleiger gegen das bringt es auch nichts. Wir würden aber dann Evoliten bekommen, wodurch es auch noch nicht mal bad wäre. Ja. Das Problem ist, mir ist keine gute Attacke eingefallen, also habe ich einfach noch Void Switch wie immer und Shadow Ball mitgenommen. Ja. Das heißt, wir spielen. Ich habe keine Ahnung, warum wir Shadow Ball spielen. Habe ich auch nicht so gesehen, aber. Bro, man kann es drücken und Void Switch. Genau, und Volt Switch haben wir für den Momentum dabei, weil Rotom eh nicht für die Kills jetzt. Und mir fällt auch was auf, mit dem Set soll es auch nicht gegen. Das muss nichts gegen Miltank tun, alles gut. Das muss nichts. Ja, dafür haben wir was anderes. Auf Pidgeot. Reicht. Nichts, eher nicht. Ja. Eigentlich rede ich vom Phantom, alles gut. Wenn es auch Vacuum Wave für eine Prio mit hat. Dann kommen wir wieder zu Pidgeot. Spielen wir diese Woche wieder Tailwind. Ich meine, warum nicht? Kann man vielleicht ab und zu kann man vielleicht nutzen, wenn man Switchout predicted, damit wir schneller als Scarfmon sind oder schneller als das Kaporiki, in der Theorie. Ja. Und Hurricane Fire, also Heatwave ist selbst erklärt, nehmen wir immer mit. Und der Roost zweit sie uns hoch an. Wir haben No Guard, wir hätten immer fertig. Und wir werden wiederkommen. Okay, und dann Munchlax kommt zum ersten Mal mit. Damit fehlt nur noch unser Absol, was wir irgendwann bestimmt mitnehmen werden. Glaube ich, hoffentlich. Nie mitnehmen. Ja, das ist eigentlich Fickfett, damit ist. Durak besser tankt, damit ist Cryonogle oder Eisattacken besser tankt. Wird, wenn wir sehen, irgendwas Spezielles von denen, oder zum Beispiel Durak möchte. Also sagen wir mal zum Beispiel Kaporiki oder irgendwie einen Eisstrahl von Cryonogle. Geht raus gegen Pidgeot. Können wir immer in Erik, sag ich. Weil es ist nach unserem lieben. Halt auch nach meinem. Erik ist gut. Deku hat nämlich auch noch den Evoliten. Rest Talk, wodurch wir ein bisschen mehr Sustain haben. Und Earthquake, damit wir Glurak gut treffen und auch zum Beispiel Ricky. Und Body Slam, um halt die Monster zu treffen, die beben oder fliegen. Damit ist alles. Wir sehen uns gleich zum Kampf. Sie haben wirklich alles mitgenommen, was sie gedacht haben. Nee, Gleiger fehlt. Tobias fehlt. Irgendwas fehlt. Warte. Nee. Gleiger hat es genommen. Miltank fehlt. Ja, es ist doch zu unserem Vorteil. Ja. Die haben warum auch immer Roserade dabei. Das verstehe ich nicht.
Ja, Metang fehlt, Galvantula fehlt, Cryonogle fehlt, ist halt. Ignoriert euch! Okay. Wollen wir... Eigentlich will ich direkt übers Rollen tracken. Ja, ich würde auch sagen, ich sehe da eigentlich den Trick. Dann einfach Ferrari. Warum sollten wir nicht in Ferrari gehen? Und wollten wir, weil wir sind schneller und dann spürt es nicht. Ja. Wenn wir schneller sind. Wir sind halt schneller als Gleiger, schneller als Lothik. Wenn ich dann tanken wir halt einen Hit und dann sind wir raus und es triggert trotzdem nicht. Weißt du, wie ich meine? Ja. Einfach. Und sie haben schon wieder nichts einfach gemacht. Außer wenn Roserade drin ist oder wenn Glurak Metagross drin ist, dürfen wir es nicht drücken. Sonst können wir immer Trick drücken. Metagross auch nicht. Es ist ja, genau. Gegen Gleiger ist gut, gegen Kabriki ist sowieso gut. Melotic auch. Weil wir können damit Melotic nehmen, länger drin zu. Ja. Wir haben halt einen Flame-Op von Melotic, aber der ist nicht so schön wie ein Toxic. Ja, nee, sowieso nicht, weil wir sowieso auch nicht füßen. Ja, und ganz genau. Marvelous Scale war triggerte. Bei Flame-Op. Wenn es burnt. Wenn es burnt. Wenn der Status ja ist auch, also mit Toxic funktioniert es auch, aber dann, ja, mit was? Toxic funktioniert es auch, aber sie, also Toxic ist halt nicht geil für die, ne? Ja, weil die immer schwächer werden, ganz genau. Halt mehr Schaden trotzdem. Und wir sind immer noch speziell. Jedes unserer Monster speziell, bis auf quasi. Am besten wäre es, wenn wir von Gleiger den Dings bekommen, bin ich ehrlich, von Gleiger den Evoliten. Wenn Gleiger keinen Evoliten hat, dann, oh mein Gott. Oh, Ricky ist drin. Ricky ist drin. Ricky, warte. Ich will nur kurz gucken. Ricky. Warten, ja, klar. Ich würde uns nicht schütten. Ja, klar, aber. Wenn ich einfach Volt Switch drücken und dann in Glurak gehen, glaube ich. Rotom gegen. Tapu Oko. Dürfen uns hier nicht. Die könnten nur. Dürfen uns nicht töten. Ding ist Specs. Machen halt nicht so viel Schaden. Wollen wir tricken? Ich würde es probieren, ja. Vielleicht drücken sie Screens oder so. Ich wäre trotzdem ja geil. Weil wenn das Specs hat, das ist geil auf uns. Aber warte, sind wir denn auf Dings locked? Auf, nee, weil wir das Item, glaube ich, erst danach bekommen. Ja, gut. Ich glaube, First Turn Trick. Roserade. Nein! Okay, schade. Wir haben Black Blood. Ja, okay, mies. Okay, es war der Roserade-Switch in. Okay, wir können. Warte kurz. Wir können den Black Sludge irgendwie geben, irgendjemanden später geben. Ja, ich. Volt Switch einfach? Oh, wir sind langsamer. Warte, wir sind langsamer. Könnten langsamer sein. Nein. Roserade. Sludge Bomb killt uns hier. Volt Switch könnte. Wir sind hier, ich würde hier normal rausgehen, die schneller sein. Ich würde hier dann einfach. In? Wir können hier. Ach. Na gut, dann gehen wir mal schon. Spikes kommen. Spikes. Ja. Wir bekommen hier einen Body Slam raus, ja. Und wir paaren. Ja, komm, bitte. Sei leise. Wir paaren. Danke. Passieren. Wir dürfen jetzt warten und warten und warten. YouTube-Feeling reinschicken. So, die müssen jetzt Angst haben, dass wir Bellydrum oder so eine Scheiße sind. Ja, weil das kann halt passieren. Ja. Könnten noch Curves sein. Das heißt, sie müssen vor Setup aufpassen. Sie haben jetzt Spikes draußen, das juckt uns aber nicht. Ja klar, Black Sludge jetzt zu bekommen ist kacke, aber das Roserade kann sich jetzt nicht mehr umfallen. Das ist schon mal ätzend. Ganz genau.
Wir hatten halt gehofft, dass jetzt zum Beispiel Gleiger reinkommt. Weil Gleiger oder auch Tapu Koko, ja, wenn es drin gewesen wäre, wäre noch. Ja, vielleicht gewesen. Ich hätte halt. Wir hätten halt hoffen können, dass Tapu Koko Screens legt. Ne? Aber ich sieht's kommen, okay. Body Slam kommt. 41. Das ist 51, das ist viel zu wenig, das ist ein F. Oh, shoot! Das hat Lichy zu eh zusammengelegt. Nee, aber das ist ganz kurz, das ist ein Fist-Def. Ja, nee, das ist kein Fist-Def, das ist ein Bad-Def, das ist Full HP. Ah, Lichy werden da weiterlegen, ne? Aber laufen die nicht irgendwann aus? Nee. Hi, hallo YouTube. Hallo, bla bla! Wollen wir Body Slam drücken? Wir können nochmal Body Slam drücken. Warte kurz, Bad-Def. Ich kenn's. Soll ich nochmal canceln? Warte, ich guck grad nur so. Wir haben jetzt Leeches draußen, wir können halt immer resten ab einem bestimmten Zeitpunkt. Wir können jetzt hier nochmal Body Slam drücken. Wir können Paran. Wir haben halt 51 gemacht. Ja, wir können halt Paran hier, wir können. Theoretisch kritten, ja. Ja, das ist halt 51. Wir killen das hier, das Mon hier zwar nicht. Dürften wir nicht. Außer wenn wir kritten. Außer wenn wir kritten, klar, aber. Der Lucky. Aber wir. Durch einer großen Wahrscheinlichkeit kriegen wir. Oder warte mal. Lass mal nochmal Electric Terrain. Warte kurz. Ich glaube, wir können nicht mal die Para bekommen im Terrain. War ja was. Ich guck kurz. Keine Ahnung, muss einfach kurz schauen. Ja. Ganz einfach. Stirbt es halt durch einen Crit, das weiß ich jetzt schon. Das mehr muss ich nicht wissen. Body Slam kommt. Wir haben halt gleich den. Wir können halt einfach wieder die vorkrücken. Du hast cool. Was? Ja, was hat's gemacht? Wieder, ist nochmal Spikes gelegt. Das kann man stacken. Nee. Using Spikes? Achso, Body Slam? Das ist halt jetzt kacke. Wir müssen halt irgendwann in Rotom rein und einmal Defog drücken. Das ist das Wichtige, einfach nur. Deswegen lass einmal Body Slam nochmal drücken. Weil wir können nochmal Spikes legen, dann hat er. Die müssen rausgehen jetzt eigentlich. Sie haben keine Ahnung. Also, und sie haben keins der Mons mit was, vor dem ich wirklich Angst hatte. Wir müssen auch Dings defoggen, bevor wir Ape reinholen oder so. Okay, Sasuke, good luck. Wo ist Dr. Sommer? Help. Einfach nicht auf den Chat achten. Wir verwirren die jetzt, dass wir Dings sind. Rocky Helm. Was denn? Du Helm. Oh wait, Rocky Helm. Nein, guck mal, weil du Helm geschrieben hast. Helm. Ich wollte eigentlich Helm schreiben. Wir verwirren. Nein, hast du Body Slam gedrückt? Okay, Gleiger kommt rein. Ja. Okay, das macht nichts. Halt. Ist das Gleiger Full Def? Den Gleiger müssen wir raus, auf jeden Fall. Es gibt sich halt das Problem. Das gefällt mir. Gleiger nicht. Hat wie viel Schaden bekommen? Body Slam 70. Wird Kay von Spikes getroffen? 17%, das ist. 17%, das ist Full Fist Def. Kay wird von Spikes. Wird nicht von Spikes getroffen. Aber ich würde jetzt hier nicht in K reingehen. Auch nicht für mich. Ja gut, das kann man rocken. Wir müssen eigentlich. Würdet ihr vielleicht überlegen, Ferrari abzuschmeißen? Weil Rotom kommt hier einfach rein und kann eigentlich einen Bock rausbekommen, maybe. Außer wir drücken jetzt die U-Turn. Problem. Würde. Wollen wir einfach noch einen Body Slam und schauen, was sie machen? Weil, wenn wir Rotom die könnten jetzt. Wir könnten jetzt halt aber auch Rest drücken. Weil ich weiß halt nicht, was sie machen wollen. Kann das Knockoff haben? Wenn ja, dann müssen wir raus. Wird Rotom von Spike getroffen? Ja. Warum? Wir haben Levitate. Ah, nee, dann nicht. Wir haben nichts gedrückt. Warte, kannst du nochmal kurz. Gleiger kann Knockoff haben, wir gehen hier auf. Andere Sache, kann Gleiger. Stone Edge. Wenn ja, wie viel macht Stone Edge? Gleiger. Boah, das Ding ist.
Wie viel macht Zornig gegen? Gleicher gegen Rot. Earthquake macht nichts, U-Turn kann. ...22-26, macht weniger als ein Jut. Oh mein Gott. Jetzt Glurak. Die Form jetzt. Wenn Glurak reinkommt mit Sicherheit, haben wir ein Problem. Fuck. Wir hätten jetzt auch vielleicht Rest drücken können, wenn ich ehrlich. Ja. Ich will aber die Dings da weg haben, die Spikes. Ja, du willst eigentlich die Spikes haben. Ich hoffe, die gehen jetzt auf irgendwas, was langsamer ist. Was war schneller? Was war schneller? Wir mit dem Trick? Wir waren mit dem Trick schneller als Rosa. Ja, jetzt kommt Charizard rein. Die werden jetzt hier megern, sag ich. Und wir brauchen das noch für einen Toxic. Für einen Defog. Ich will die Spikes wegbekommen. Haben wir ein riesiges. Ich würde jetzt. Die könnten jetzt hier die Dancen. Wollen wir noch Deko raus? Deku ist, Problem ist, nach einem D-Dance ist Deku halt auch nicht was geil so, ne? Kann. Ich kann die Q drücken nach dem D-Dance. Vielleicht D-Dance, oh, weißt du, wie ich meine? Nein, das, was ich halt mir denke. Halt. Hier, Charizard X auf unser Dings, auf plus 1. Wie viel Leben haben wir? Wir haben gerade 62. Ja, nach Double Spikes. Auf 61. Ja, auf plus 1 Kenyon. Oder nee, Kind, was Kind? Viel Schaden macht uns. Guaranteed Oko after 2 Layers of Spike. Doch, das ist guaranteed. Jetzt hier auf 1 plus 1 Dings haben. Flare Blitz. Deswegen, wir müssen hier. Überlegt jetzt gerade halt hier dann jetzt schon auf Doublade rauszugehen. Wie viel machen Spikes uns? Gar nicht, weil es Stil ist. Nee, ne? Doch, Spikes machen trotzdem. Spikes. Wie viel? Spikes plus 1 killt uns auch. Sagen leider. Ne? Wie viel machen Spikes? Spikes machen genug, dass es uns plus 1 killt. Das macht uns, glaube ich, 12%. So 16, aber nee, das macht uns sogar mehr, weil wir Ground Schwäche haben. Wie viel machen das? 24 dann, glaube ich. So, wenn die jetzt halt hier nicht die dienen, wenn die jetzt halt hier nicht die dancen, sondern angreifen, kriegen wir einen. Oh, das Ding ist halt, wir leben keinen Hit mit nichts. So, wir können jetzt halt auch nicht in Nido raus, weil Nido tankt auch nichts auf plus 1. Und basically, ich glaube, wenn die hier die Dancen sind, einfach nur haben wir einfach das Match verloren. Ja, nichts. Wir müssen jetzt eigentlich, keine Ahnung. Ich würde Munchlax sagen, sind wir ehrlich. Munchlax sieht aber so geil aus noch. Gegen was? Metagross hält immer noch einen Switch entgegen. Kannst auch mal Munchlax sacken, aber was willst du machen, wenn wir was passiert nach dem Sack? Danach müssen wir wieder was reinräumen. Ja, dann können wir halt Doublade rein. Aber Doublade auf plus 1 ist halt auch One-Hit trotzdem. Ne? Wir sind halt jetzt an sich One-Hit nach den Spikes. Ja, nach den Spikes sind wir One-Hit, wenn die jetzt plus 1 gehen. Sache. Wenn sie jetzt nicht plus 1 gehen, sondern uns direkt angreifen, können wir wenigstens noch vorher einen Shadow Sneak rausbekommen. Kale wurde auch von den Spikes. Aber das Ding ist halt, wenn sie jetzt gehen, ist halt Deku immer noch am besten. Wollen wir Deku? Eigentlich müssen wir hier in Deku raus. Ja, ich glaube. Nice. Ist Gypsy selber auch. Ja, das ist richtig, das ist gut. Ich drück hier, ja, wir hier. Ich drück einfach Rest. Vorsicht, die Dance. Oh, nee, drück EQ. Drück EQ, bitte. Warte kurz. Ja, EQ. Es macht über 50%. Wenn sie hier die dancen, dann Dragon Claw geht. Dragon Claw? So, jetzt ist halt die Sache, jetzt können wir in Doublade gehen. Jetzt können wir in Doublade gehen, weil Doublade nicht plus 1
dürfte auf keinen... Es ist sogar Mail. Es ist Mail. Ja, aber das Problem ist, was wir haben. Fuck. Blue Slayers auf Spikes machen zu viel Schaden. Wie viel machen wir? Ich glaube 50 sogar. Gegen du? Wir haben eine Ground-Schwäche. Warum ist Spikes keine... Weil Spikes ist eine Ground-Attack. Stealth Rocks waren nur Dings-Attack. Deswegen. Nein. Wer ist Rose im Englischen? Rose Rage? Ja, die hat keine Stocks, die hat Spikes und Toxic Spikes. So Spikes, Pokémon, Damage. Spike? Da habe ich. Was habe ich denn im Falk? Ockerberry, ja. Wir haben halt keine Hitten so. Resistle Twitch Dings? Spikes? Weil es ja auch Ground ist? Ja. Oder. Warte kurz. Ich kann Damage nehmen, weil es Flying ist. Wie viel Damage kriegt man Effekt so? Spikes. Etwas. Description. In den. Other game. Stachler, ich muss gucken. Was macht. Was macht Stachler den Ground-Teil? Du nimmst jedes. Beim ersten Auslegen 12,5, beim zweiten 16,6. Dann mal 2 für die Ground-Schwäche bedeutet, wir kriegen. Aber warte, wenn wir Levitate haben, sollten wir doch eigentlich keinen Damage kriegen, oder? Auf ja, warte kurz. Wir kriegen halt 36. Aber warte, nee, oh Gott, ich bin dumm, ich war nicht auf 100%. Eben nicht. Wir überleben. Wir kriegen einen Rockstar drauf. Keinen. Das andere. Keinen Doublet. Können wir bitte das andere drücken? Was? Du weißt, was ich drücken will. Bitte. Es ist Mail. Ach, komm. Komm, dann schmal. Literally. Also, dann schwitzt. Also, du willst das. Ja, 16. Weil es macht doch nicht oft den Ding. Also, willst jetzt das Game hier basically. Weil wir kriegen jetzt genug Schaden und müssen danach einen Rockslide treffen und hoffen, dass der Attract triggert. Richtig. Wie viel Damage macht EQ? Airblitz geht. Nach 2 Attacks. Und übrigens, wenn wir jetzt Rockslide drücken und dann Shadow Sneak, ist das Ding tot mit dem einen, mit dem Dings, Chip, den es bekommt. Wir können ja aber auf Attract gehen in it. Wenn du es probieren. Probier's. Komm. Ach. Es ist. Wait, was hat das? Was macht Toff? Ne, Toughclaw sollte nicht sprechen. Und danach können wir Rockslide. Außer, kann das Ding Overheat? Ah ne, wir haben eine Ockerbär an sich. Also eine tanken wir. Hätte du Black Default gekonnt? Wir hätten hier auch probably auf Dings gehen, wenn auf Need, aber das ist gemacht. Du Black kann kein Dio. Die Doppel-Dings waren halt scheiße, die Doppel-Spikes, bin ich ganz ehrlich. So, wir gehen jetzt auf Hex. Let's fucking go. Hex? Okay, nee. Wir könnten halt auch Rockslide drücken und Flinch können wir nicht wissen. Komm, geh auf Attract. Habe ich schon. Ich warte auf dich. Übrigens, jedes ihrer Monster ist neutrales Wesen.
ist halt so dumm. Das heißt auch, Roserade ist männlich und auch, Gleiger. Gleiger ist weiblich. Bis auf Gleiger ist männlich, Alter. Call it RNG. Wir warten halt, ne? Warten. Wait, geht das nach dem Switch und weg? Barry kommt, wir drücken Attract. Wir hätten jetzt... Oh Gott. Okay, jetzt müssen wir halt Rock Slide drücken. Rockslide? Ach. Die überlegen noch, ne? Die überlegen noch. Jetzt hier raus weg. Wir könnten es jetzt auch mit Shadows nächste Tore killen. Wir schleichen. Rockslide ist jetzt safe, das kann nicht missen. Alles gut. Wir schleichen jetzt einfach weg. Wechselt nicht aus. Ey, bitte. XD! Bitte bleib drin. Lass dieses Set nicht funktionieren. Mein Gott. Ich cringe mich weg, wenn die jetzt rauswechseln oder der Attract-Trick. Ja! Call me fucking King! Muss Shadows League drücken. Call muss dir Shadows League drücken. Sie geht raus! Ich wusste es! Wir können da hier Attract nicht drücken. Rocks. Wir können das Ding hier trotzdem sacken, weil wir haben jetzt. Nee, wir müssen es für die Prio behalten. Wir müssen es für die Prio behalten für Glurak. Oh mein Gott, nein. Es ist nicht dein scheiß fucking Ernst! Ja, Mann! Wir hätten nur noch Vacuum Wave. Oh, wir hätten noch Vacuum Wave. Stimmt, aber wie viel macht Vacuum Wave? Ach, genug. Übrigens, Jared sagt dir jetzt deinen Cock. Robin sagt dir jetzt deinen Cock. Er hat gesagt, wenn dieses Set klappt, sagt er dir den Cock. Ich schreibe ihm jetzt, wann willst du zu Jared? At Grouping. Gas. Also, eigentlich bin ich ehrlich, was macht hier am meisten Schaden? Gegen Gleiger. Halt kein Knockoff oder so. Shadows League. Kann das hier uns. Wir das kann uns nicht im Mute rausnehmen, das drückt hier EQ. You bring Skillbots ist aber auf jeden Fall wild. Wollen wir Shadow Sneak einfach drücken? Ja, Shadow Sneak ist hier das, was am wenigsten Schaden macht. Sie heilen sich einfach wieder auf. Dann, glaub. Sie haben keine Liga. Ja, stimmt. Könnten Rockslide für den. Die sind. Die sind schneller als wir. Die sind schneller als wir. Shadow Sneak macht dann den meisten Schaden. Wir könnten jetzt hier Shadow Sneak drücken und es sacken. Oder wir gehen jetzt hier auf Kale. Nee, dann kommt einfach. Wir könnten jetzt. Ich würde hier Shadow Sneak drücken, glaube ich. Falls sie U-Turn. Also drücken. Okay, das Ding passt. Die Fog, ja. Einfach Tiefung. Was? Oh, das ist so gut. Wir dürfen halt jetzt danach nur noch nicht erlauben, dass sie jetzt nochmal. Ich die jetzt einfach, okay? Stell dir vor, ich geh jetzt auf die Bären und hab auch wieder einen Mod. Das wäre so funny. Ich habe leider keinen Mod, aber ich habe den Among Us rangesrecht.
Jetzt können wir hier Defog drücken, weil dann können wir gleich in Infernape gehen. Theoretisch. Es ist so behindert, aber du darfst mich jetzt einfach Gott nennen. Literally. Ich find's so geil. Hast du Robin geschrieben? Ja. Es ist auf 8%, wir haben noch eine Vacuum Wave. Ah, ein Juton killt uns hier, ne? Nee, killt es nicht. Und wenn. Warte kurz, ich guck nach Rotom. Nee, 33% was gemacht. Das macht auch nur 30 maximal, das geht uns hier nicht. Oh nein, du Backslash, wir sterben danach. Ja, ich weiß, wir sterben nach einem Jute, aber wir können hier Defog bekommen und ich find's sogar ganz gut. Weil wir können dann auf deren. Ja, wir können dann auf deren Switch-In reagieren. Hat unser Fördert noch Blaze eigentlich? Ich weiß es gerade nicht. Fördert hat. Noch Blaze, ja. Alter, die müssen. Ich hab das Gefühl, die sind übel toxic auf uns, ne? Ich weiß nicht, wieso das geklappt hat. Aber es ist so geil, ne? Die mussten raus. Und wir haben noch eine Vacuum Wave. Oh mein Gott, ich liebe es einfach. Warte, kommt. Okay. Wave. Wir sind langsamer. Wenn uns hier... Oh, die wollen Spikes drücken, glaube ich, wieder. Das Problem. Wir drücken. Nein. Wir sterben hier schneller, wenn die angreifen. Wenn die angreifen, ist halt gut für uns. Weil ich glaube, wir retten jetzt halt hier jetzt auf den. Auf Spikes. Wie viel macht Shadow Ball zu einem speziell defensiv? Nicht genug. Als. Und wenn es nicht speziell defensiv ist. Ich meine, das macht so eine physisch defensiv. Macht so einem nicht mal HP nicht genug. Wir müssen hier. Wir dürfen ja die Voltflüge, ne? Ja, vielleicht sollten wir sogar hier. Oder wir sollten. Wir müssten hier vielleicht sogar direkt auf. Links raus. Infernape. Okay, okay, am besten. Infernape. Oder. Okay. Mit was können wir uns halt killen? Mit Blacks. Links, ne? Mit Sludge Bomb. Wenn die jetzt hier Spikes drücken, wir haben dann noch einen Defog ready. Bis nein. Ja. Okay. Die drücken Spike. Spikes. Okay. Mega Evo Tailwind, würde ich sogar sagen. Tailwind, das ist. Was wollen die gegen uns drücken? Was wollen die jetzt gegen uns drücken? Sie wissen, dass sie langsamer sind und sie erwarten safe eine Attacke. Sludge Bomb könnten sie. Ich mach Sludge Bomb. Warte, ich will nur was gucken kurz. Wenn sie jetzt hier auf. Hier ist es noch. Gligar können sie. Die können ja hier einfach auf Gligar raus. Ja, wir haben eine Heatwave und einen Hurricane, das sind schon. Ja, Gligar nimmt 30 von dem Heat. Ja. Das kann aber auch halt. Wir wissen nur, Gligar hat EQ U-Turn. Wenn es Roost. Wenn es Roost dabei hat, dann können sie uns storen. Wenn es aber Defog dabei hat, dann ist halt geil. Ich würde, wie gesagt, trotzdem Tailwind drücken, einfach damit, falls sie mit irgendwas anderem aufgehen. Genau. Mega Evo Tailwind. Ja, Milo. Jetzt hätte ich gern. Nein, warte, warum? Warum? Macht Heat Wave mehr? Nein, mach nichts. Das ist. Wir müssen raus. Auf? Ja, probably. Wenn das jetzt. Kaum meint, dass er verloren. Probably eigentlich jetzt hier. Jetzt hätte ich halt jetzt den gerne ab, weil. Wir könnten halt jetzt aber auch hier die ganze Zeit gegen Roost und Hurricane drücken. Die versuchen jetzt. Wir könnten Hurricane spammen, wenn du willst. Ja, machen wir wie letztes Komm. Mal, ne? Und wir sind nicht. Wir haben jetzt halt ein immenses Speed. Confusion. Oh, die gehen raus. Los. Kapu. Zu 100% gehen sie auf Kapu raus. Ja, Tapu Koko kriegt. Von hinten das halt nicht. Nee, niemals. Das kann uns mit Thunderbolt rausnehmen. Ja, das kommt.
Und selbst wenn nicht, ist es ein Erfolg in meinen Augen einfach. Überlegen. Game ist halt actually lost. So. Ich glaube, das war es aber von Anfang an nach den Double Spikes. Ja, das war es beim Teambuilding. Also nicht, dass jetzt, ich will nur sagen, das Teambuilding von dir war gut, aber die haben halt so gutes Team gegen unser Team gebildet. Kommt rein, okay. Ja, ja, wir müssen hier raus. Und wir... Auf Queen. Ja, eigentlich müssen wir hier auf Queen, aber die könnten halt jetzt hier auf Deathlink gehen. Okay. Aber Queen ist immer noch Poison. Eigentlich ist Queen hier perfekt. Wollen wir auf Queen raus. Und wir haben Tailwind, wir sind schneller. Könnte sein. Ja, warte, ne, sind wir nicht. Ah, nee! Wait, das kurz macht Electric Terrain Ground Text weniger. Kann kurz gucken. Macht aber, ich glaube, nee. Electrofeld. Nee, Pokémon, die den Boden berühren, können nicht einschlafen und ihre Attacken werden um 30% verstärkt. In Electric Terrain. Gena schlägt fehl und wir könnten uns nicht resten mit. Hätten uns nicht resten können. Hä? Aber wenn wir den Boden berühren, machen wir mehr Damage? Das ist fucking OP für Queen jetzt. Könnten halt. An Coco alles. Wissen halt auch nicht mal, ob es ein physisches oder spezielles Coco. Ja. Warten halt mal auf die. Wir haben halt immer noch den Tailwind in unserem. Wir haben eigentlich nichts, um unser Queen anzuhitten. Ja! Und wir sind schneller. Wir haben 190, wir haben 380 Speed. Ja, 380, die haben 304. Ja, aber wir sind schneller als das Dragonite, wir sind schneller als das Gligar. Weißt du was? Wollen wir. Ich hab eine Frage. Ja. Meinst du, wir können jetzt hier. Meinst du, die wechseln hier raus? Weil sie bemerkt haben, müssen fuck, wir diesen. Nein, sag mal warum. Wegen was Bestimmtem. Wir haben jetzt hier ein Turn Tailwind. Was denn? Das wissen sie. Die wissen, wir haben Tailwind. Ja. Ja. Unser schnellstes Mon ist Mega Pidgeot. Das weißt du, richtig? Und Mega Pidgeot hat einen Max-Speed von 331. Könnten in der Theorie darauf gespeedcreept haben. Aber nicht auf dem Tailwind, Alter. Warte, Mega muss. Wir haben 57. Und soll ich sagen, was das bedeutet, wenn sie darauf gespeedcreept haben? Was? Genau. Ich glaube nicht, dass sie auf dem Tailwind-Dings gespeedcreept haben, Alter. Gehen wir darauf, dass sie denken, wir sind schneller. Das Ding ist halt, weil Nidoqueen im Tailwind ist, kann mit Earth Power One hitten. Du weißt dann, dass wir nur noch einen Defog drücken müssen. Dann ist das Game. Ganz gut, die glaube ich alles one-shotten jetzt, wenn egal was sie reinbringen. Das ist das, was ich gerade sage. Nicht Gligar. Mit Gligar können wir danach halt one hitten. Ja. Deswegen, ich würde jetzt hier einfach auf Earth Power gehen. Nee, wir schauen jetzt, in was sie reingehen. Ah, wir müssen drücken. Earth Power. Good. Rose Raid kommt. Geht. Keine Spikes mehr. Bam. Keine Spikes mehr. Demacia! So. Ich dachte, die ganze Zeit, ich muss noch was drücken. Wir sind rausgegangen. Hier. Und wir haben kein 6-0, Alter, Jungs. Wir wissen jetzt aber, wir sind eigentlich. Und Black Slash hat uns halt geheilt, das wissen wir jetzt. Ich habe gar keinen Spitznamen. Die haben keinen Spitznamen. Ich weiß nicht. So, was ist das Schlimmste, was jetzt kommen könnte?
nicht. Velothek. Lach mich rum. Velothek kann uns halt two-hitten und wir das Ding Melothek nehmen. Mit Scald leider. Wie viel macht uns eine Q? Bei den Videos immer reingreifen, aber Kampf wird sich aber immer kein Müll mehr geben. Joke. Die eure Videos kosten natürlich auch Diamond Min. Oh. Einfach. Dabla einfach zu sweet. Probably das Schlimmste, was jetzt passieren könnte. Ich weiß, ich hab halt keine Ahnung, wie Metagross ging. Oh, Metagross haben wir auf Power. Die Frage ist halt jetzt, was ist ein Melothek? Welches, was ist das für ein Melothek? Ist das ein Spätstef-Melothek? Haben wir richtig reingeschissen? Ist das ein Spätstef-Melothek? Gut, aber warte mal kurz. Ich hab Flip-Turn gedrückt, das heißt, es hat noch nichts getriggert. Oh, wait, das Melothek ist schon. Stimmt. Das Ding ist halt, wir müssen halt dann irgendwann müssen eigentlich dann Thunderbolts spammen, bis es eine Para kommt. Keine Ahnung, sowas. Wie viel Prozent ist nochmal eine Para bei uns? 100 eigentlich, aber. Dein Mikro wieder. Danke. On Aufnahme. Okay, alles. Was ist? On Aufnahme. Ja, alles gut. Zeit. Mies, mies. Brauch ein neues Headset. Bald brauchen einen neuen PC, also. Jetzt spenden. Give me money. Link ist nicht in der Videobeschreibung. 100% gehen an mich. 10% Chance kamen wir zu Fahrern. Zeit, warte, mal Jeremy 200. Sagen wir 70%. Wir haben ja auch gerade nie mit Bodycheck geparat. What happened? Also. Wollen die hier Charizard zacken? Die wollen, glaube ich, EQ drücken. Nein, die wollen hier, glaube ich, Charizard zacken. Ja, einfach EP wieder? Das Ding ist halt. Oder Ice Beam. Wie viel macht. Ice Beam. Nee, ich glaube, die wollen uns hier mit EQ oder Flare Blitz in der Range bringen. Wie viel macht EQ gegen uns? Die sind halt null gesetup, ne? EQ geht uns nicht, Flare Blitz auch nicht, aber wir sind dann halt hart angechippt. Wir müssen aber hier was drücken in Hoffnung, dass das Problem ist, wir müssen was drücken, falls sie EQ drücken. Aber wenn sie Flare Blitz drücken, könnten wir Rocks drücken. Aber wenn. Eigentlich würde ich Ice Beam drücken. Ja, ich würde auch Ice Beam drücken. Weil wenn sie jetzt mit Gleiter reingehen, dann... Oh, warte kurz. Nein. Earth Power. Ganz dringend Earth Power. Das Ding kann Roost haben. Earth Power. Clever. But we are cleverer. Ja, nee. Wir gehen ja auf Earth Power. Was macht Gleiter, wenn es drin ist? Ist die Sache. Wir müssen ja auf Earth Power gehen. EQ. EP. Die Gleiger wird uns EQ. Ja, nee, cool. Wir sind schneller und. Ritt! Vierfach effektiver Ice Beam. Du, no, so, wenn du verstehst. Ja. Und. Oh, wenn dieses Ricky tot wäre, das wäre so schön gewesen. Aber Ricky hacken sie halt nicht. Kann mir vorstellen, das Schlauste wäre es jetzt hier, Start zu check. Zu. Decken, um dann mit Melothek oder Metagross dann halt reinzukommen. Weil Metagross und beide schneller. Aber ich glaube, gegen Metagross könnten wir dann, wenn wir uns bringen lassen, dann halt immer Thunderbolt oder EP meine ich, könnten wir dann einmal noch defoggen. Dann könnten wir halt mit Mephista versuchen, den Rest zu machen. Das Problem ist, da ist halt nur noch das. Poco macht mir so ein bisschen Sorgen, zusammen mit Gleiger. Weil gegen Gleiger haben wir auch so ein bisschen Probleme mit Mephisto. Weil wir halt kein Ice Punch besitzen, haben wir es speziell gespielt, sowieso. Wir hätten Rocks legen können. Oh, sie bringen sie automatisch. Ja, ich weiß. Wir hätten Rocks legen können. Ne? Ja, ich hab komplett vergessen, dass es mit Flair seinen Recoil hat. Ja, sie gehen jetzt mit Gleiger rein. Und jetzt sind wir tot durch den EQ. Wäre lustig, wenn sie jetzt kein Gleiger reinbringen würden.
sorry, Jana, aber ich werde jetzt versuchen. Jana, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, ne? Was? Okay. Thunderbolt. EPA, komm. Warte kurz. Das macht mehr Damage wegen dem Electric Terrain. Passt. Nein. Passt. Doch. Wir hätten paaren können, aber passt. Poco. Poco ist gut. Weil. Actually. Glaube ich, das Match verloren. Nee. Müssen, glaube ich. Ich glaube, wir verlieren gegen Coco. Sagen. Wir mussten jetzt halt hoffen. Wait. Trick war keine Prime, oder? Keine Prime. Oder wenn wir jetzt einen Black Rush. Die können halt jetzt hier eigentlich auf Deathwing Gleam gehen und. Wenn wir auf Pidgeot gehen. Pidgeot stirbt halt durch einen Thunder. Der Terrain ist nicht drauf. Gutes Argument auch noch. Die killen uns trotzdem. Auf. 84. Frage ist, wie sieht mit Burnable aus? Dann, wie es mit dem Ape aussieht. Wie denn? Scheiße. Warum? One Layer of Spikes. Die Spikes machen nicht mehr. Das heißt, 12,5 kriegen wir an Damage. Das Ding hier muss raus. Auf entweder Milotic oder auf Metagross oder auf Gligar. Kriegen jetzt safe einen Fire Blast auf, weil Milotic kriegt mit Dorp. Wie viel machen wir mit dem Fire Blast? Milotic kriegt mit einem Lob genug Schaden sogar. Milotic kriegt mit Fire Blast gut genug Schaden. Das heißt, sie können hier Volt Switch drücken. Dem Ding. Problem, was sie halt haben, wir müssen das Ding eigentlich anschippen. Tapu Koko müssen wir halt eigentlich anschippen, weil wir kriegen das nicht down sonst. Wir müssen es eigentlich tot kriegen. So. Und was? One-Hit für uns? Nichts. So, weil. Das ist halt das Ding. Wir müssen jetzt eigentlich hier auf Mr. Fister gehen, Fire Blast drücken und hoffen, dass sie drin bleiben. Und nicht Ball switchen. Wir müssen hoffen, dass sie drin bleiben. Warte kurz. Wie viel Schaden hat der Ball Switch gemacht? Wir wissen nicht, wie viel Schaden der Ball Switch gemacht hat. Wir wissen immer noch nichts über das Coco. Wir müssen hier auf Infernape gehen und eigentlich Fire Blasten. Das ist der einzige Play, den wir machen können. Nein. Wir müssen jetzt rein Fire Blasten. Ja. Mit Mr. Fister. Dürften uns nicht auf der Range killen. Außer sie sind Specs. Wenn sie Specs sind, dann komm. Wir haben ein kleines Problem. Fire Blast killt auf der Range mit Milo. Wenn jetzt Milotic gehen, haben wir einen Kill. Das ist nicht das Problem, was ich meine. Ich sag's. Was, wie viel Damage haben sie gemacht? Ja, 49,1. Forward Switch. Ja, sie sind halt drauf. 49,2, das ist. Was für ein Best? Hallo? Wozu hat viel zu viel. Die Electric Terry. Alles gut, wir haben eine High. So. Wir sind basically am Arsch. Aber ich bin happy, dass mein Set funktioniert. Ja, wir verlieren das. Liger kann halt reinkommen. Big Liger. Fire Blast, fast 50. Wir müssen jetzt hier Fire Blast spammen eigentlich. Und das Problem ist, wir verlieren halt ein an sich sowieso noch. Ja, jetzt kommt Melotic, bitte triff. Melotic down. Oh ne, ist. Okay, war Waking Wave hier. Ja, wir können hier Waking Wave drücken. Warte. Das ist speziell defensiv. Das ist speziell. Wir können hier nicht Waking Wave drücken. Roll. Wir drücken hier Grass Knot. Oder warte, nee, wir drücken hier eigentlich nochmal Fire Blast. Grass. Nein, es kann missen immer noch. Ja, okay, aber wenn die jetzt halt hier rausgehen, dann. G-Knot, ich drücke jetzt G-Knot fertig.
Ich würde hier Fire Blast gehen, wenn sie auf Metagross gehen. Warte bitte kurz. Ich will nur kurz gucken. Oh ne, warte mal kurz, ich kann gerade mit Gligar, warte. Milotic. Ist es schon weg? Warte. Wir hätten Wake Up. Es hat gekillt. Ja, jetzt. Vacuum Wave. Besessen. Underworld kommt. Rotom und. Keine Ahnung. Rotom und. Shadow Ball oder Trick. Trick. Ja, probably Trick. Warte, was soll ich gucken? Ja, eigentlich Trick. Das ist vorbei. Das ist 2-0. The pain. Alles gut. Halt kacke für uns, weil jetzt sind sie halt wieder 3 Punkte vor. Das Ding. Dann einfach auf. Okay. Keine Ahnung. Hurricane. Heatwave. Hurricane. GG. Ach Gott, 3 Kills ist okay. 3-0, ja. Ich bin ehrlich, es lag nicht mal richtig am TB. Wir haben so ein bisschen geintet am Anfang, wir hätten nicht direkt Track drücken dürfen. Yes. Ja, wie gesagt. Ja. Ich dachte, das ist ein Black Sludge. Ja, dass sie halt Roserade. Wir sind in den Gamble eingegangen, dass sie halt in Gligar gehen, weil Gligar ein guter Check ist gegen uns. Weil wir halt nicht haben. Ja, aber. Wir kommen jetzt nicht mehr in die Pläne. Na doch, wir haben noch 5 Spiele vor uns. 7, 8, 9, 10 und 11. Wenn wir alle gewinnen, dann schon. Also wir müssen jetzt auf eine harte Winstreak gehen. Wird knapp. Es wird knapper als knapp. Ach man. So. Ja, wir gehen in den Aftermatch-Talk mit denen. Ich beende die Aufnahme. Ich danke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem weiteren Spieltag der TPL Season 3 und zur UPL Season 2. Dafür müsste auch heute ein Video online gekommen werden an dem wunderschönen Sonntag. Checkt das gerne aus, wenn es schon draußen ist. Ich weiß nicht, welches Teil ich zuerst hochladen werde. Das ist eine kleine U-Bass-Liga, die ich mit Grippin spiele. Ja, GG Amashi und Skylani. Wir sehen uns nächste Woche. Jeremy sagt tschüss.